Und ganz wichtig, die Rechnung wird nicht übernommen. Er trennt die Rechnung. Das ist einfach ein Loser-Verhalten. Ein Mann in seiner maskulinen Energie möchte seine Frau providen und ihr das größte Princess-Treatment auf dieser Welt geben. Wieso du den Mann verwerfen solltest, wenn er beim ersten Date nicht bezahlen möchte? Frauen mit absurden Ansprüchen an die Männer. Wir reagieren heute auf eine Reaction einer Reaction von der Kollegin Tamara Wernli und dem YouTuber Weirdflex. So habt ihr praktisch die Dreierpackung aus YouTuber, Kolumnistin oder Moderatorin ist sie, glaube ich, und ich mache das Ganze beruflich. Let's go. Als Mann darfst du heute gar nichts mehr. Denn die Frauen von heute haben genaue Regeln definiert, was du als Mann mitbringen musst, um überhaupt nur eine Chance bei ihnen zu haben. Hier sind zum Beispiel drei Merkmale, was aus dir einen Loser macht. Ich sag euch jetzt drei Merkmale, woran ich erkenne, dass in meinen Augen der Mann ein Loser ist. Punkt Nummer 1 ist es, wenn der Mann keinen Führerschein besitzt, bist du in meinen Augen ein Loser. Egal wie hart es klingt, aber was hast du dein Leben lang gemacht, dass du keinen Führerschein hast? Keinen Führerschein? Ist einfach, sorry, nicht männlich. Ja, was hast du dein ganzes Leben lang gemacht? Ich weiß nicht, vielleicht studiert und gar kein Interesse an einen Führerschein gehabt. Und ich frage mich an dieser Stelle, was das Ganze mit Männlichkeit zu tun haben soll, wenn man einen Führerschein hat. Vor allem, was bringt dir einen Führerschein ohne Auto? Nämlich gar nichts. Ich bin nicht dein Taxi, auch nicht dein Chauffeur. Ja, also natürlich definiert das Fehlen eines Führerscheins nicht die Persönlichkeit eines Mannes. Und es muss ja auch keine dauerhafte Situation sein und kann, wie er sagt, viele Gründe haben. Ich kann Ihre Sichtweise ein Stück weit nachvollziehen. Ein früherer Freund von mir, der hatte keinen Führerschein, nur ein Fahrrad. Das Transportieren großer Gegenstände oder der Besuch bei mir zu Hause, na, das gestaltete sich halt dann herausfordernd. Aber jemanden aufgrund dieses Kriteriums abzulehnen oder ihn sogar Loser zu nennen, man übersieht damit möglicherweise viele andere positive Aspekte einer Person. Da gebe ich aus meiner Sicht der Tamara Wernli eher recht. Du bist jetzt kein Loser, aber es ist nicht optimal, wenn du keinen Führerschein hast. Ja, das ist natürlich völlig übertrieben, du bist ein totaler Loser, aber es ist jetzt auch nicht gerade die Bastion der Männlichkeit, wenn du dauernd sagen musst, ja keine Ahnung, ich kann es höchstens mit meinem Lastenrad transportieren und du kannst ja auch kein Auto leihen oder mal irgendwo hinfahren und bist immer auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Ist jetzt nicht absolut kriegsentscheidend, aber wenn es irgendwie geht, mach halt einfach den Führerschein und fertig. Dann kannst du dir, wenn es mal nötig ist und im Urlaub und so weiter, einfach mal ein Auto zumindest leihen. Und ja, wenn du jetzt gar keins brauchst in der Innenstadt und wohnst immer nur in der Innenstadt, brauchst halt keinen Führerschein, aber trotzdem, wenn die Kohle irgendwie übrig ist, es ist schon sinnvoller, einen Führerschein zu haben. Bist du jetzt unmännlich und ein Loser? Ja, ganz klar. Nein, aber es ist keine sinnvolle Richtung, keinen Führerschein zu haben, wenn du einen haben könntest. Und es gibt ja auch Männer, die haben dann Angst vor dem Führerschein und Angst vor dem Straßenverkehr. Und das ist jetzt nichts klassisch kompetent Männliches. Ja, es wirkt halt auf viele Frauen eher nicht stark, sondern eher schwach mit Führerschein. Wäre es im Schnitt immer besser, also wenn es geht, einfach machen. Warum machst du es denn nicht? Vor was hast du denn Angst? Schon mal was von öffentlichen Verkehrsmitteln gehört? Ich meine, er hat auch ohne dich überlebt. Da wird er es auch mit dir tun. Als ob jetzt jeder Mann ohne Führerschein zu seiner neuen Partnerin sagen würde, ab jetzt holst du mich jeden Tag ab. Und ganz ehrlich, als gäbe es in einer Beziehung nichts Wichtigeres als den Führerschein. Ja. Nee, gebe ich Kollegin Wernli eher recht. Auch wenn er natürlich auch nicht Unrecht hat, dass das nicht das Hauptkriterium sein sollte. Punkt Nummer 2 ist, wenn der Mann nicht nach der alten Schule lebt. Das bedeutet, beim Date wird die Tür nicht aufgehalten, der Stuhl nicht zurückgeschoben und ganz wichtig, die Rechnung wird nicht übernommen. Ja, wie nennt man das nochmal, wenn du Frauen mit Geld bezahlst, um dafür Zeit, Aufmerksamkeit, Zuneigung und vielleicht ein bisschen mehr zu bekommen? Die Noten sind raffiniert. Die nehmen die Kohle an. Ansonsten empfehle ich durchaus Gentleman der alten Schule zu sein, das heißt Stuhl ranrücken, Tür aufhalten und so weiter und so fort. Frauen, die das nicht verknusen können, sind wahrscheinlich Hardcore-Feministinnen und da besser die Beine in die Hand und weglaufen. Aber bezahlen ist so eine Sache, damit machst du die Frau ganz schnell zur Prostituierten, ohne dass es beide wollen. Ach, dann denkt sie, ach Gott, jetzt hat er bezahlt, bin ich ihm jetzt was schuldig, muss ich jetzt nett zu ihm sein, gibt es dann den schleimigen Abschiedskuss an der Haustür oder am Auto, am Parkplatz am Ende. Haben Sie Angst, ich könnte verschwinden, ohne Ihnen einen Abschiedskuss zu geben? Das ist einfach zum Kotzen fürs Dating, deshalb lasst das weg. Und es ist auch ein guter Test für die Frauen, habt ihr da eine normale, emanzipierte Frau vor euch und zwar emanzipiert im positiven Sinne, nicht im Kampffeminismus-Sinne, die auch in der Lage ist, was beizutragen
zu dem ganzen Date. Er trennt die Rechnung. Das ist einfach ein Loser-Verhalten. Ja, der Mann muss zahlen, das gehört sich so, das ist nämlich traditionell. Und das ist wirklich so ein typischer Doppelstandard von solchen Frauen. Sie wollen einen traditionellen Mann, aber selber wollen sie eher modern leben. Das ist, hat er durchaus recht, ist ein Doppelstandard, aber schließt sich ja nicht aus. Du kannst ja sagen, ich will einen traditionellen Mann, aber trotzdem keine traditionelle Frau sein. Kann man so sagen, ist nur die Frage, findet man dann jemanden? Und ja, es ist ein Doppelstandard. Wenn du so einer Frau dann sagst, ich stehe auch auf traditionelle Frauen, die gerne putzen, den Haushalt schmeißen oder kochen, dann reagieren sie meist so hier. Nö, ich habe irgendwie keine Lust dazu. Ja, das ist ja aber okay. Das ist ja okay. Wenn du als Mann cool drauf bist und das einfach so rüberbringst und die Frauen, die da gar nichts mit anfangen können, das ist ja gut, dass sie da gar nichts mit anfangen können, weil das würde ja Chaos geben. Und das ist ein Doppelstandard. Ja, wenn du einen traditionellen Mann willst, dann musst du auch selber eine traditionelle Frau sein. Nee, musst du nicht. Aber es ist dann eben, wenn du es nicht so sein willst, ein Doppelstandard. Es hat nichts mit Geldgier von meiner Seite zu tun oder überhaupt nicht, nein. Geldgeilheit. Es ist einfach eine Respektsache und es ist eine Respektsache, die Frau für ihre Zeit und ihre Aufmerksamkeit zu bezahlen. Ja, wenn du Frauen wie ein Star behandelst, dann werden sie dich wie einen Fan behandeln. Das heißt, du stehst unter ihnen und kriegst höchstens ein Like und das war's. Aber nicht mehr. Sache in der Öffentlichkeit, dass du die Rechnung von mir übernimmst. Wir haben hier zwei Aspekte. Es gibt viele unabhängige und emanzipierte Frauen mit traditionellem Touch, die sich über Gentleman-Gesten freuen. Auch ich zähle mich dazu. Also, ihnen gefällt, du bist galant, du schaust für sie. Ich bin verheiratet, aber früher habe ich es geschätzt, wenn er beim ersten Date die Rechnung übernommen hat. Aber das bedeutet nicht, dass wir dann erwarten, dass er sie immer übernimmt, nur weil wir Frauen sind. Man revanchiert sich mit anderen Dingen, es ist ein Geben und ein Nehmen. Daher, beim ersten Date spricht es schon meistens für dich, wenn du übernimmst, aber er ist noch lange kein Loser, wenn er es nicht tut. Nee. Nicht bezahlen beim ersten Date. Generell ist das Problem, es wird hier davon ausgegangen, dass beim ersten Date unheimlich viel bezahlt werden muss. Und dann scheitert es meistens schon daran, dass da großartig essen gegangen wird und eine Riesenrechnung produziert wird. Und wenn du dann getrennt sagst, ja, dann ist es manchmal so ein bisschen merkwürdig, je nach Frau. Und wenn du es aber übernimmst, hast du sie gekauft und damit zur Prostituierten gemacht. Deshalb ist es vielleicht sinnvoll, beim ersten Date gar keine große Rechnung zu produzieren. Und dann, so empfehle ich das, ja, eine kleine, wenn überhaupt, eine kleine Rechnung produzieren und dann sagen, komm, zahle ich jetzt, kaufst du mir danach ein Eis. Und wenn die Frau dann das so gar nicht macht und gar nicht mitmacht an diesem Dating-Prozess, dann ist es eben keine sinnvolle Frau. Dann hat die keine Lust auf Dating, sondern dann will sie einfach nur einen Bezahlvolltrottel haben. Deshalb daran kranken die beiden Videos hier so ein bisschen, dass davon ausgegangen wird, dass eine Riesenrechnung produziert wird. Sagen sie jetzt zwar nicht so, aber in der Regel ist das so. Die meisten Leute denken, ja, ja, beim ersten Date halt schick essen gehen und so weiter und so fort. Das ist 100 Jahre alt. Das ist nicht zu empfehlen. Wenn du das machst und dann auch noch zahlst, dann ziehst du dir eben genau die Frauen an, die hier in dem Video vorkommen und sagen, der Mann muss doch bezahlen. Und hier kommt der springende Punkt. Wir haben 2024. Junge Frauen verdienen heute genauso viel oder sogar mehr als ihre gleichaltrigen männlichen Kollegen. Das zeigen Studien, besonders im Alter zwischen 20 und 30, in dem ja diese Dame zu sein scheint. Wenn ich es nicht komplett falsch deute. Und wie auch er sagt, sehen sich viele von ihnen als modern, emanzipiert und unabhängig an und einige von ihnen erwarten dann trotzdem, dass der Mann die Rechnung bezahlt. Ja, Finger weg von Frauen, die erwarten, dass du ihren Hintern finanziert. Ich kann Männer schon verstehen, wenn sie das als Widerspruch empfinden und ich werde gleich noch näher darauf eingehen, dass er bezahlen soll, scheint ein interessantes Phänomen zu sein. Punkt Nummer 3 ist, das wird jetzt viele triggern. Also mir haben die ersten zwei Punkte schon gereicht. Ich finde, alle Männer, die Ohrringe tragen, sind Loser. Nein, du bist kein Loser, aber es ist nicht klassisch männlich. Es sieht schnell mal ein bisschen weiblich aus und nicht so Klischee männlich. Deshalb sage ich im Schnitt auch, lasst es eher weg. Außer du bist jetzt ein total verrückter Rockstar, dann kannst du wegen mir was weiß ich was natürlich tragen. Aber ansonsten stimme ich ihr da eher zu, außer dass du natürlich kein Loser bist, wenn du ein Ohrring anhast. Dieser Quatsch immer. Tut mir leid, nicht böse nehmen, nicht triggern, es ist nur meine Meinung.
Ja, das ist okay, außer das Loser ist natürlich Quatsch, deshalb bist du kein Loser. Sie könnte halt sagen, es ist meine Meinung, dass es mir einfach nicht gefällt und da müsste ich ihr auch zustimmen, den meisten Frauen gefällt das nicht. Ja, wenn du jetzt 100 Frauen fragst oder ein Bild zeigst von zwei attraktiven Männern, einer hat einen Ohrring an und einer nicht. Die meisten Frauen, die halbwegs normal sind, sagen dann eher, nee, Ohrring finde ich eher nicht attraktiv, deshalb lasst es im Schnitt weg. Also man kann das ja auch anders formulieren. Jeden einfach Loser nennen, der nicht zu 100% das tut oder trägt oder nicht. Ja, das ist Quatsch. Ja. Nicht trägt, was man toll findet, das ist ja schon ein bisschen infantil. Ja. Statt Männer Loser zu nennen, könnte man ja auch einfach sagen, mir gefällt, wenn oder ich finde schön, wenn er. Damit kommt man sehr oft sehr viel weiter. Bei den Männern. Wieso du den Mann verwerfen solltest, wenn er beim ersten Date nicht bezahlen möchte? Okay, es wird wieder horizontal. Wenn ein Mann nicht darauf besteht, dich beim ersten Date einladen zu wollen, dann ist er nicht mit dem Schwerpunkt in der männlichen Energie. Ey, dieses männliche und weibliche Energie ist so ein Bullshit. Ich meine, was ist dann der Mann? Ist er dann in einer femininen Energie und verwandelt sich auf einmal in eine Frau? Das ist damit nicht gemeint. Nein, das gibt's schon durchaus, männliche und weibliche Energie. Ist also ein bisschen Schwurbel. Thema auch und hier in deiner männlichen Energie und in deiner femininen Energie. Ja, ich weiß, was er vielleicht meint damit und auch viele Feministinnen sagen immer, das gibt's gar nicht hier, männliche und weibliche Energie, aber doch, natürlich gibt's eine männliche Energie und eine nicht so männliche Energie bei Männern. Begehrte Frauen sind da sensibel wie die Pferde und kennen das durchaus, können das sehr schnell einschätzen, ob da ein Mann ist, der eher eine männliche Art hat, ja, wo man sagt, das ist aber angenehm männlich. Oder ob er eher eine nicht so männliche Art hat, einen männlichen Wesenskern, wenn man es jetzt, ist ein bisschen Schwurbelbegriff, aber ne, die Frauen wissen durchaus Bescheid, was ich damit meine. Und vor allem die Männer, die früher nicht erfolgreich mit Frauen waren und dann dran gearbeitet haben und jetzt erfolgreicher mit Frauen sind, die wissen das durchaus, dass es in der Energie, im Vibe, in dem, wie du rüberkommst, in deiner Art, durchaus einen großen Unterschied macht, ob du einfach so, ja, so lila Launebär 0815-mäßig da ankommst und jetzt, ja, keine wirkliche männliche Energie, wir nennen es jetzt mal so, hast. Oder ob du einen männlichen Wesenskern hast und eine angenehme, schamlos misskerlige, wie ich es immer sage, männliche Energie mitbringst. Schamloser Mistkerl. Das ist ein himmelweiter Unterschied. So viel mal zum Thema männliche Energie. Aber nein, wenn du bezahlst, dann ist das eher keine männliche Energie, sondern da bist du ein Volltrottel, der auf solche Frauen reingefallen ist, die sagen, oh, mich muss man bezahlen. Mann in der männlichen Energie besteht darauf, dich einladen zu dürfen. Für ihn ist es eine Kränkung, wenn er dich nicht einladen kann. Ja. Gut, das sind halt auch völlig verwirrte Frauen, die halt gar keine Ahnung von gar nichts haben, die einfach nur irgendwelche TikTok-Videos machen, überhaupt keinen Plan von irgendwas haben natürlich. Ja klar, wir Männer sind bestimmt gekränkt, wenn wir unser Tinder-Date nicht einladen müssen. Ich frage mich wirklich, wo man solche Facebook-Weisheiten her hat. Das ist wiederum einem Mann mit Schwerpunkt in der weiblichen Energie egal. Und ihm ist egal, ob er deine Familie besorgen will. Und jetzt frag dich, was du lieber haben möchtest. Und jetzt spricht sie von Familie versorgen. Es ist ja wohl ein Unterschied, wenn man eine Dame auf Tinder datet oder seine Familie versorgt. Ich glaube, jedermann versorgt gerne seine Familie, nur gehörst du noch lange nicht zur Familie, wenn du nur ein Tinder-Date bist. Da ist man sich ja noch fremd. Generell ein Tinder-Date zu sein, ist nicht so clever, weil Tinder nicht funktioniert. Außer für 5-10% der Männer. Und selbst da funktioniert es nicht wirklich, weil die nicht das daraus lernen, was sie lernen könnten, wenn sie diese Frau im realen Leben kennengelernt hätten oder kennenlernen würden. Du bist ein komplett anderer Mann, wenn du den Skill hast, Frauen im Real Life kennenzulernen. Schon wieder dieses Bezahlen. Aber gut, was muss denn jetzt alles eine Frau bieten? Es gibt ja auch dieses Klischee, dass Frauen immer so geldgeil sind und da hilft es jetzt nicht, wenn irgendwelche, wir nennen es jetzt mal monetär interessierte Frauen, genau dieses Klischee bestätigen, dass sie einfach nur geldgeil sind. Und ja, sie sagen dann, ich bin natürlich nicht geldgeil, aber bitte bezahl mir mein Essen, bitte finanziere mir meinen Hintern. Und was auch noch immer dahinter steckt, hört man auch viele Frauen sagen, ja, aber hallo, ich habe mich eine Stunde lang fertig gemacht, eine Stunde lang geschminkt, ich habe mich extra hübsch gemacht, bin beim Date aufgetaucht. Ja, und? Willkommen in der Wirklichkeit, Prinzessin. Ja, der Mann hat vielleicht auch an sich arbeiten müssen. Das ist ja wohl viel härter, an sich arbeiten zu müssen, um ein guter, begehrter Mann zu sein, der von begehrten Frauen im Schnitt gewollt wird. Da ist jetzt viel mehr Arbeit dabei, als sich vor einem Date eine Stunde zu schminken. Das ist jetzt keine Wahnsinnsleistung, als Frau einfach hübsch irgendwo aufzutauchen. Das kriegst du als begehrter Mann an jeder Ecke sozusagen. Deshalb sollte das jetzt auch nicht mit Geld bezahlt werden. Was sagst du denn der Frau? Was ist das für ein Verhältnis, wenn du sagst, okay, du kannst Sauerstoff in Kohlendioxid umwandeln und einigermaßen vernünftig aussehen dabei, was jetzt
Millionen Frauen können. Ist jetzt nichts Besonderes und dafür zahle ich dir jetzt deinen Hintern, dafür finanziere ich dir jetzt dein Leben in Anführungszeichen oder bezahle dir dein Essen, obwohl du arbeiten gehst und doch eine moderne Frau. Also was ein Quatsch. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Wer so drauf ist und denkt, so müsste das laufen, also sich in diesen Frame dieser völlig verwirrten TikTokerinnen hier reinziehen lässt, der ist auch selber schuld, der gerät halt genau an diese Frauen und kann dann sagen, oh, es gibt doch nur noch verrückte Frauen heutzutage. Und die Frauen sind doch alle Gold, Digga. Ja, wenn du das Mindset hast, dass es so wäre und du musst aber auch bezahlen, ich muss mich auf diesen Frame einlassen, dann wirst du leider recht behalten mit diesem negativen Frauenbild. Deshalb musst du von Grund auf natürlich völlig anders reingehen, deinen eigenen Frame haben, dass Dating ein Geben und Nehmen ist, vielleicht gehören da auch zwei dazu. Und deshalb bezahle ich natürlich niemandem sein Leben bzw. sein Essen. Ja, oder wie ich es ja durchaus empfehle, dann produziert man halt, wenn überhaupt, eine Mini-Rechnung. Ja, und dann sagt entweder sie, komm, ich zahle das, oder du sagst, komm, ich zahle das hier, kannst du mir gleich noch ein Eis spendieren. Und ob dann wirklich ein Eis noch auf dem Weg ist, das sei dann mal dahingestellt, dann soll sie halt beim nächsten Mal was bezahlen. Und wenn die Frau grundsätzlich nicht in der Lage ist, auch mal hier zu bezahlen oder mal was mitzubringen und irgendwie was beizusteuern, außer ihrer Schminke und ihrer Schönheit, und ich habe doch eine Stunde lang mir die Haare geföhnt und ich kann doch Sauerstoff in Kohlendioxid umwandeln, wenn die Frau nicht in der Lage ist, mehr beizusteuern, wenn sie das schon als Riesenbeisteuerung sieht, dann Beine in die Hand und weg da. Also bis dann, Prinzessin. So, und jetzt nochmal für alle zum Mitschreiben. Eine Frau muss ihrem Mann materiell, finanziell überhaupt nichts bieten. Ich korrigiere, eine Frau in weiblicher, femininer Energie. Und ein Mann in seiner männlichen Energie wird sowas von seiner Frau auch niemals wollen, niemals verlangen. Er wird sich schämen, Geld von seiner Frau anzunehmen. Nein, nein, nein. Weil es sich einfach nicht gehört. Ein Mann in seiner maskulinen Energie möchte seine Frau providen und ihr das größte Princess-Treatment auf dieser Welt geben. Ja, Beine in die Hand und weg da. Und wer ist das? Wieso macht sie Videos? Hilfe! Ja, hat die irgendeine Expertise in irgendwas, irgendeine Ahnung von irgendwas? Nein, natürlich nicht. Das ist eben das Problem bei diesem Dating und Männer und Frauen und Flirt-Thema. Jeder hat eine Meinung dazu. Und wie ich immer sage, das ist so ähnlich, als wenn ich jetzt behaupten würde, ich wäre Experte für Elektrizität oder für Textilien, weil ich ab und zu mal einen Lichtschalter bediene und einen Pulli anhabe. Die Leute haben einfach keinerlei Plan und Erfahrung in dem Thema, weil sie auch immer nur in ihrer eigenen Haut stecken und das jetzt nicht von tausenden Leuten mitkriegen, wie das bei mir aufgrund meines Berufs der Fall ist. Du hast halt keine Ahnung, wenn du da dich überhaupt nicht mit beschäftigst und das nur so aus den eigenen Augen, vielleicht aus der eigenen Erfahrung raus siehst und aus deinem Umfeld, was dann wahrscheinlich auch noch ähnlich gestrickt ist wie du und dann noch hier aus den Medien und irgendwelche verwirrten TikTokerinnen und was weiß ich was. Du hast ja keinen Plan von dem Thema und das merkt man auch, wenn ich zum Beispiel was auf TikTok veröffentliche und das gerät dann an neue Leute, was da für gehirngewaschene Kommentare kommen. Das ist absolut absurd. Und die Leute denken, aber sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das ist gerade bei diesem Dating- und Flirt-Thema hochinteressant. Wahrscheinlich, weil jeder schon mal irgendwie gedatet und geflirtet hat oder es versucht hat und dann meint, er hätte da irgendwie Plan von dem ganzen Thema. Siehe Lichtschalter und Pullover-Analogie. Ja klar, die einzige Bestimmung eines Mannes ist es, der Frau ein Princess-Treatment zu geben und der Provider zu sein, ja. Ja, Frauen, die das wollen, wieder die Beine in die Hand und bloß weg da. Alles, was du dir hart erarbeitet hast, musst du natürlich an die Frau abgeben. Aber was kriegen wir im Gegenzug dafür? Oder was bietet sie uns? Ich tue was für dich, du tust nichts für mich. Oder wie sehe ich das? Manche Frauen wollen die Aspekte einer modernen Frau, außer wenn es ums Bezahlen geht. Dann sollen Männer wieder das alte Modell übernehmen. Denn eben, bist du wirklich eine moderne Frau, brauchst du den traditionellen Teil von ihm ja nicht. Und findest es völlig normal, die Rechnung beim ersten Date zu halbieren und auch sonst überall 50-50 zu bezahlen. Mir fehlen ein bisschen die Frauen, die ehrlich sagen, ich liebe die Annehmlichkeiten und Vorteile, die ein traditioneller Mann für mein Leben und mein persönliches Wohlbefinden mit sich bringt, wenn er Versorger und Beschützer ist und an den Dates für mich bezahlt. Ich finde das attraktiv. Und noch ein Wort zum Princess-Treatment. Es gibt Frauen, die fühlen sich als etwas ganz Besonderes, einfach weil sie Frauen sind. Wir sind die Auserwählten. Mir gebührt eine Prinzessinnenbehandlung, einfach weil ich eine Vagina habe. Ja, einfach weil ich existiere. Da, wie immer, weg da. Nein. Ja, nur weil ich jetzt ein Mann bin ich jetzt ein unfassbares Zuckerstück und wertvoll. Nein, verpiss dich. Nein, ich bin halt ein Mann und dann kommt es drauf an, was mache ich denn daraus? Diese Vorstellung ist unrealistisch und auch nicht gesund. Und ich hoffe,
dass Eltern Einfluss nehmen und ihre Töchter nicht dazu erziehen, dass sie sich als Nabel der Welt sehen und erwarten, dass alles sich ständig um sie dreht. Ja, ein Hoch auf den modernen Feminismus. Ja, Women are always wonderful. Gerne mal auch auf Wikipedia nachgucken. Der Frauen sind immer wundervoll Aspekt. Ja, und das wird in die Köpfe reingehämmert. Ja, du bist einfach so wundervoll und jetzt so Kompetenz, Intelligenz, Charaktereigenschaften und so weiter. Alles nicht so wichtig. Und trotzdem musst du natürlich dein Leben finanziert bekommen von irgendwelchen Volltrotteln. Und dann dieses Ding mit dem traditionellen Mann. Beim traditionellen Mann, was ich da empfehle, ist da weniger, dass du halt der Frau den ganzen Käse bezahlst und so weiter. Die Frau kann durchaus was beisteuern, ist meine Meinung. Aber beim traditionellen Mann geht es halt eher darum, dass du nicht der moderne Großstadtlappen bist, der den Frauen den Hintern hinterher trägt und einfach kein Mann mehr ist, der einfach von der Art, von der Energie her auch absolut nicht vom weiblichen Freundeskreis zu unterscheiden ist, wo die Frau einfach null Polarität spürt und null irgendwie spürt, ja, der hat irgendwie was Interessantes, Attraktives, Männliches, irgendwie fühle ich mich wohl in seiner Gegenwart. Sondern ich verstehe unter dem traditionellen Mann eher, dass er halt noch ein Mann ist. Ja, ein bisschen die schamlose Misskerlichkeit, wie ich es immer ein bisschen augenzwinkernd erwähne, dass das noch mit drin ist. Dass halt ein ganz normaler Typ bist. Einfach wie früher auch, ohne den toxischen Anteil von wegen, du bist jetzt ein riesen Arschloch und ein riesen Macho. Aber so ein bisschen der augenzwinkernde Smiling Macho, sag ich es immer so, ja, der ein guter Kerl ist, der Teil der Lösung statt Teil des Problems ist. Das heißt, er hat die guten Eigenschaften von einem netten Kerl, aber ohne die Lappeneigenschaften davon. Und er hat die guten Eigenschaften von einem Bad Boy, aber ohne die ungesunden Eigenschaften davon. Du willst das Unmögliche. Ja, einfach die gesunde Mischung, wie das seit Jahrhunderten mehr oder weniger eigentlich klar war. Bis halt eben der wild gewordene Feminismus hier auf uns losgelassen wurde. Und auf einmal ist es gar nicht mehr klar, wie ein Mann zu sein hat und wie eine Frau zu sein hat und 700.000 Geschlechter. It's all very confusing. Deshalb weiß halt keiner mehr, was los ist. Und deshalb gibt es jetzt TikTokerinnen, die dir die wildesten Tipps geben, die ja noch nicht 3 Sekunden in der Realität gelebt haben und dann aber einen Kanal anschmeißen und sagen, so hat ein Mann zu sein und so weiter und so fort. Stichwort Lichtschalter und Pullover. Und vielleicht schauen ja einige Eltern heute zu und wir können gemeinsam etwas draus lernen. Denn wohin kann so eine Einstellung führen? Sie werden immer frustriert und unglücklich sein. Und das kann ja auch nicht im Sinne der Eltern sein. Ja, und hochgradig narzisstisch natürlich auch, wenn du denkst, ich bin eine Prinzessin, einfach nur, weil ich eine Frau bin. Die Realität ist, die Welt dreht sich nicht um dich. Und der Mann, den du wirklich suchst, der wird, wenn er das hört, nicht sagen, sie will, dass ich sie wie eine Prinzessin behandle, ich bin nur auf der Welt, um ihr diesen Wunsch zu erfüllen. Sondern der kluge Mann, der fragt sich erstmal, bevor er familiäre oder sonstige Verpflichtungen eingeht oder ihr Leben finanziert oder teilfinanziert oder was auch immer mitfinanziert. Ja, dafür müsste die Frau vielleicht erstmal alle Tassen im Schrank haben, auch ein ganz normal sein. Oder ihr schöne Dinge bezahlt. Was hat denn sie zu bieten, was andere zu demselben Preis nicht haben? Ja, sehr sexistisch natürlich von ihr jetzt, dass sie das so realistisch und rational rüberbringt, aber das ist eben die Realität. So, und jetzt nochmal für alle. Mir wäre es neu, dass ein Mann die Möglichkeit hat, ein Lebewesen in sich aufwachsen zu lassen, dieses Lebewesen zu gebären, es anschließend zu stillen. Also was unser Körper leistet, wird der Körper eines Mannes niemals leisten können. Ach so, ist das nicht sehr rassistisch? Weil es einfach in der Natur ist. So, und allein dafür müsstest du deiner Frau auf ewig dankbar sein, dass sie dir das größte Geschenk auf dieser ganzen Welt macht, was du dir nicht erkaufen kannst. Danke sehr. Vielen, vielen, vielen Dank. Okay, weil Frauen jetzt Kinder bekommen können und Männer keine Kinder bekommen, was folgt denn jetzt daraus? Deshalb muss sie auf ewig dankbar sein. Ja, es gehören ja aber 2 dazu. Vielleicht hat der Mann auch was tun müssen, damit überhaupt ein Kind in dir entsteht. Also was ein Scheißgelaber. Also so ein Scheißgelaber kann sich doch kein Schwanz anhören. Und wenn dir ein paar Moneten für deine Frau dafür zu schade sind, was sie alles leistet, dann sorry. Die Fähigkeit, ein Kind zu kriegen. Ja, ich will jetzt auch bezahlt werden für die Fähigkeit, eine Frau zu schwängern. Das ist alles, was sie providen muss. Also erst einmal, um ein Kind zu zeugen, braucht es Mann und Frau. Und nur weil du das Kind auf die Welt bringst, heißt noch lange nicht, dass der Mann alles andere tun muss, ja? Du musst als Frau natürlich auch irgendwo deinen Beitrag leisten, damit die Beziehung ausgewogen ist. In einer gesunden Beziehung sollten beide Partner an einem Strang ziehen und sich gegenseitig supporten. Und nur weil man ein Kind gebärt, heißt es nicht, dass der Mann alles tun muss. Ja, also dass Mutterschaft eine enorme Belastung ist, das bestreitet niemand. Und dass der Vater des Kindes eine Verantwortung hat, finanziell und emotional, ist auch klar. Aber dennoch ist natürlich ihr Teil der Arbeit noch nicht getan, nur weil sie ein Kind auf die Welt gebracht hat. Aber jetzt kommen wir wieder zu einer Dame, die uns auch erklärt, warum Kaffee-Dates schlecht sind.
Seitdem mir Folgendes klar geworden ist, gehe ich nicht mehr auf Kaffee-Dates. Wir sind gespannt. Angenommen, der Typ, der dich daten möchte, hat die Chance, seinen Celebrity-Crush zu daten. Und damit meine ich jetzt wirklich Leute wie Megan Fox oder Miley Cyrus oder wen es da sonst. Miley Cyrus ist auch mein Celebrity-Crush. Was es noch so gibt. Glaubst du wirklich, er würde mit Megan Fox oder sonst irgendwem auf ein Kaffee-Date gehen? Ja, was denn sonst? Willst du jetzt Megan Fox zum Essen ausführen und ihr dann das Essen bezahlen oder was? Würden natürlich von 100 Männern wahrscheinlich 99,8 machen und die 0,2, die es nicht machen, die einfach eine Runde spazieren und vielleicht in einen Kaffee gehen und dann so 8 Euro oder 15 Euro Rechnung produzieren und sagen, ja komm, ich zahle, dann gibst du mir danach ein Eis aus. Das sind halt die 0,2% Männer, die dann auch eine Chance hätten, Megan Fox zu bekommen. Überraschung. Glaubst du das wirklich? Ja, wieso soll er nicht mit seinem Celebrity Crush auch auf einen Kaffee gehen? Außerdem, komm mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Du bist nicht Megan Fox und auch nicht reich oder berühmt. Das hat sie bisher noch zwar noch nicht gesagt, kommt aber, glaube ich, noch. Ich finde das immer wieder witzig, wie sehr sich manche Frauen maßlos überschätzen. Grund dafür sind bestimmt diese ganzen Insta-DMs, die Frauen von irgendwelchen Sims bekommen und dann denken, ja Mann, ich krieg 30 Nachrichten von Typen pro Tag, die es bestimmt alle ernst mit mir meinen. Ich bin bestimmt eine 10 von 10. Ja, da hat er recht. Das kommt durch Social Media und durch Tinder und die ganzen Dating-Plattformen, dass halt die völligen Durchschnittsfrauen auf einmal denken, wow, ich bin total begehrt. Ja, dass das Ganze völlig durcheinander ist. Also warum sollte ich auf ein Kaffee-Date gehen? Weil du nicht Megan Fox bist. Du bist auch kein Celebrity-Crush. Und ja, hat er recht, aber ist natürlich die falsche Metrik. Ne? Je toller die Frau, desto eher musst du sie auf ein tolles Date, auf ein teures Date einladen. Nein, genau andersrum. Ja, die tollen Frauen, die begehrten Frauen, die kennen das, dass irgendwelche Vollidioten, irgendwelche Millionäre, Millionärs-Provider, die Frau dann einfliegen lassen und auf ihre Yacht und den Autoschlüssel hinlegen und mit dem teuren Auto abholen, ja, und sich zum absolut tanzenden Affen machen und sich dann auch wundern, warum gerade ich bloß immer ein Golddigger? Es ist ein absolutes Rätsel. Nein, je begehrter die Frau ist, je mehr sie auf Yachten und was weiß ich was eingeladen wird, desto eher gehst du halt einfach eine Runde spazieren mit ihr, dass sie denkt, was zum Teufel ist denn hier los? Hier sind ja gar keine Special Effects. Wenn du dann aber cool bist, dann bist du halt der Special Effect. Das kennen die Frauen einfach nicht. Deshalb empfehle ich auch genau das natürlich. Und eine Frau, die das nicht handeln kann, die dann nicht auf ein Kaffee-Date geht, die ein teures Date haben will, Beine in die Hand und weglaufen, wie immer. Das ist keine vernünftige Frau. Die ist dann nicht bereit, ja, völlig normal mit dir zu interagieren und sich dich wirklich als Mensch anzugucken. Wer bist du denn? Und nicht, was kannst du ihr kaufen? Wie gesagt, das kennt man ja aus dem horizontalen Gewerbe, dass da diese Metrik herrscht, was kann er denn für mich kaufen, was kann er denn für mich bezahlen, was kriege ich denn hier jetzt Materielles von ihm? Anstatt, ja, gefällt mir der Typ denn überhaupt? Ist der cool? Hat der Humor? Ist der erfolgreich? Ist der locker? Ist der witzig? Ja, ist der angenehm? Männlich finde ich den interessant und anziehend und attraktiv. Ja? Je heißer die Frau, je begehrter die Frau, desto weniger Kaninchen aus dem Hut ziehen, weil diese Frauen das einfach nicht gewohnt sind. Und ganz ehrlich, Leute, wenn ich ein Mann wäre und ich würde Dates planen, ich würde was viel krasseres planen als Kaffee-Date. Ganz ehrlich, in welcher Realität lebt sie? Bei den meisten Single-Männern, die auf irgendwelche Tinder-Dates gehen, ja, die werden doch jetzt nicht 200, 300 Euro in die Hand nehmen, irgendein teures Restaurant aussuchen oder irgendeine heftige Aktivität. Doch, genau den Quatsch versuchen viele. Je heißer die Frau ist, desto mehr muss sie ja bieten. Das ist ja gerade der Irrglaube, deshalb klappt es ja nicht. Deshalb gibt es immer diesen Spruch, ja, irgendwie, wenn es so eine Durchschnittsfrau ist, wenn ich kein Interesse habe, dann klappt es irgendwie ganz gut bei mir, zumindest bei Männern, die halbwegs erfolgreich sind mit den Frauen. Aber je heißer die Frau wird, desto weniger klappt es, obwohl ich dann so viel mache und sie auf tolle Dates einlade und so weiter. Komplett rumgedreht das Ganze. Dazu müsste man zu diesem ganzen Thema oder von diesem ganzen Thema aber vielleicht auch mal ein bisschen Ahnung und Erfahrung haben. Und natürlich hat das jetzt der Durchschnitts... ja, TikToker und so weiter und YouTuberin einfach nicht. Ja, woher soll das kommen? Hatte ich früher auch nicht, bevor ich das halt tausendfach durchexerziert habe. Mit mir selbst und mit den lieben Klienten. Jedes habe ich herangebildet, 800 Jahre lang. Ja, natürlich. Ja, kleine schamlose Eigenwerbung an der Stelle. Schamlos, wirklich schamlos. Um am Ende zu hören, hey, bin übrigens doch nicht über meinen Ex hinweg, das wird aus uns beiden nichts. Oder...
Das kriegst du halt zu hören, wenn du die Frau wie ein Star behandelst und dich dadurch zu einem Fan degradierst. Hey, ich hab's mir anders überlegt, weil du bist ja nur ein Match von 100 anderen. Also wieso sollte sich ein Mann beim ersten Date so viel Mühe geben, wenn die Chance sehr hoch ist, dass sie sich danach nicht mehr melden wird? Und es muss auch gar nicht teuer sein. Es sollte einfach nur Mühe dahinter stecken. Nein. Keine Mühe fürs erste Date. Du weißt noch gar nicht, ob die Frau diese Mühe überhaupt wert ist. Und so eiskalt, wie das klingt, so ist es nicht gemeint. Aber es kann ja sein, dass die Frau einen völligen Sockenschuss hat. Ja, wir haben es ja heute hier gesehen, dass das nicht im Bereich des Unmöglichen liegt. Also erstmal ein bisschen easy kennenlernen. Und wenn die Frau das nicht handeln kann, ja, dass du da kein Brimborium auffährst und keine Kaninchen aus dem Hut ziehst, dann ist das keine sinnvolle Frau. Schon gar nicht für was Langfristiges und schon gar nicht für sowas wie hier fest zusammen sein und dann irgendwann auch noch Kinder. Um Gottes Willen. Der ganze Rotz, ja, die ganzen psychologischen Dynamiken, die du und die Frau in dir hast, die werden sowieso alle auf die Schultern der Kinder weitergegeben. Deshalb sehr, sehr gut auswählen und die Frauen auch ein bisschen testen, ob sie in der Lage zu normalem menschlichen Verhalten sind oder ob sie einfach nur ihren Hintern gepampert und bezahlt haben wollen. Man sollte sehen, dass man sich Gedanken gemacht hat. Ich meine, im Zeitalter des Feminismus bist du eine selbstbestimmte, starke Frau. Ja, wenn du tolle Dates haben willst als Frau, dann mach du dir doch Gedanken. Aber was ein Quatsch natürlich, beim ersten Date da unter Wasser im Weltraum vom Eiffelturm Fallschirm zu springen. So ein Quatsch immer. Und da kannst du dir doch sicherlich auch mal Gedanken machen, wie du das Date planst oder nicht. Ja, so als Spruch, wie gesagt, habe ich den ja jetzt auch gebracht. Trotzdem ist es nicht sinnvoll, der Frau zu sagen, hey, plan du unser Date und ich tauche dann einfach so auf. Das wird wieder als läppisch und unmännlich wahrgenommen. Da ist es schon im Schnitt eher clever, wenn du zumindest einen Plan hast. Und sagst, ja komm, lass mal darüber gehen und ja, wir gehen mal hier hin und bla bla bla. Einfach mal so vorschlägst und wenn die Frau dann sagt, oh nee, finde ich aber doof, dann kannst du ja immer noch sagen, okay, was willst du denn lieber machen und dann mal auf die Vorschläge warten und dann einen Kompromiss finden. Gut, zuerst zum einen Punkt, also dass die sozialen Medien manchen Frauen nicht so gut tun, das haben wir ja schon diskutiert. Und da sind die Männer nicht unschuldig dran, wie er ja auch sagt. Weil wer folgt den Damen hauptsächlich auf ihren Kanälen? Wer gibt ihnen Likes und Herzen und Komplimente? Viele Männer bestätigen die Ladies. Ja, die Volltrottel, die halt dann nicht drankommen. Und geben ihnen diese Aufmerksamkeit. Ja, und der ständige Aufmerksamkeit und Bestätigung in den sozialen Medien, das kann, muss nicht, aber kann zu einer Überbewertung des eigenen Status führen. Ja. Oder man entwickelt ein verzerrtes Bild davon, wie viel Wert man in einer Beziehung oder im Alltag haben sollte. Ja, und da schreien immer alle auf, wie viel Wert, was? So willst du die Leute nach wertvoll und wertlos einteilen? Das ist nur der sexuelle Marktwert, wie viel du so auf dem Beziehungsmarkt wert bist. Das hat nichts mit dir als Mensch zu tun, das wird immer zusammengemurkst, anstatt zu sagen, es gibt zwei Arten von Wert. Es gibt diesen sexuellen Marktwert, ja, im Beziehungsmarkt und so weiter. Und wer du als Mensch bist, du bist halt 1,0 Mensch. Kannst jetzt nicht auf 0,99 oder 1,01 abrutschen oder aufsteigen. Auch wenn die ganze Menschheit das tagtäglich mit sich macht, mit der eigenen Rübe, das gibt's nicht wirklich. Das ist eine Illusion. Aber so ein sexueller Marktwert gibt's natürlich. Ja, und dies kann zu überhöhten Erwartungen an potenzielle Partner führen und letztendlich eben zu Enttäuschungen, wenn die Realität nicht mit den Erwartungen übereinstimmt. Ja, und was hat sie denn gegen Kaffee-Dates? Die sind doch nett. Also ein Kaffee-Date ist oft weniger formell als ein Dinner-Date. Es ist kürzer, lockere Atmosphäre. Und wenn die Chemie nicht stimmt, ist es einfacher, sich höflich zu verabschieden. Ja, okay, da sagt sie es ja. Da sagt sie es ja doch. Sehr gut, Frau Wernli, sehr gut. So reagiert eine ganz normale Frau, zu sagen, hä, wieso soll ich denn mit einem essen gehen? Das ist ja wie früher hier essen oder ins Kino und was man früher da veranstaltet hat vor 100 Jahren. Was ein Quatsch natürlich. Du kommst da nicht weg. Es ist einfach die Hölle. Jeder Affe macht das, um ja, zu versuchen zu begeistern. Es ist einfach die Hölle. Ja, und genau so reagiert eine gesunde Frau. Einfach sagt, ja, ist doch nett. Bisschen rumlatschen, vielleicht ein Kaffee-Date, vielleicht ein bisschen rumspazieren. Ist doch nett, es geht ja darum, beim Dating den anderen kennenzulernen und nicht, kann ich hier vielleicht mit Plus rausgehen heute? Weil ich bin ja geschminkt. Mir ist wichtig zu betonen, dass meine Absicht bei der Analyse solcher Videos nicht darin besteht, einen Keil zwischen die Geschlechter zu treiben. Ja, Tamara, da bist du vielleicht nicht feministisch genug, denn da geht es ja dann mehr darum, einen Keil dazwischen zu treiben und nicht zu sagen, ja, Männer und Frauen ist doch eigentlich was Geiles, why not? Soll doch eigentlich Spaß machen. Das macht schon Spaß. Da muss sie vielleicht noch ein bisschen feministischer werden, damit das Ganze nicht so versöhnlich ist und Männer und Frauen hier auf eine sinnvolle, vernünftige, schöne Art und Weise zusammenbringt. Wer vernünftiges Coaching zu dem Thema haben will, der kommt gerne zum kostenlosen Erstgespräch. Link dazu
ist unten in der Beschreibung.